Er hier. So, hier ist alles noch in Ordnung. Er hier ist auch nicht da. Okay, sind die jetzt alle in der Kirche? Gespannt. Ich bin gespannt. Hallo, ist hier wer? Ronan ist noch da, aber der Rest, wo sind die anderen? Die Götter sind nicht nur ein Teil unseres Lebens, Alandra. Sie sind unser Leben. Warte in Beaumonts Haus. Dort wird sich dein Schicksal erfüllen. Ich soll in Beaumonts Haus? Wie soll ich denn in Beaumonts Haus gehen? Es brennt doch! Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Ist hier noch jemand? Ja, das Dorf brennt und er betet. Natürlich. Genau das, was er wollte. Meltas meint es ernst. Todernst. Arschloch. So, hier, das hatten wir auch schon. Ja, muss ich ja wieder zurück ins Dorf. In Beaumonts Haus. Aber wie soll ich denn da... Das brennt doch alles. Hier ist auch niemand, ne? Nee, es hätte sein können, dass hier noch irgendwo jemand ist. Aber dem ist nicht so. Na gut, dann, ja, gucken wir mal, ob wir in Beaumonts Haus reinkommen. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Komm in unser... Hä? Okay. Hey, Alandra. Ich habe gehört, Mutter und die anderen sind beim Bürgermeister und ich will auch dorthin. Alandra, ich habe Angst. Die Situation ist schlimm. Und ich glaube, du kannst auch nicht mehr helfen. Ja. Du hast Bergus gerettet und die Morg besiegt. Ich kann dir nur nochmals für deinen Mut danken. Wir glauben an dich. Die Überlebenden des Angriffs haben sich hier versammelt. Du sollst ihnen ein paar nette Worte sagen. Ja, super. Dein Haus brennt. Ist dir das bewusst? Nee. Manche, ne? Mama, du bist okay. Als ich unser Haus brennen sah, hatte ich solche Angst. Oh, Bergus. Ich wusste, dir passiert nichts. Ich hab's einfach gewusst. Du warst schon immer ein Kämpfer. Danke, Landra. Ich kann es dir nie vergelten, aber ich verspreche, dass ich dir immer helfen werde. Ja, danke. Jetzt müssen wir über eine neue Strategie nachdenken, Alandra. Ach nee, den habe ich anders gesprochen. Jetzt müssen wir über eine neue Strategie nachdenken, Alandra. Ich weiß, du kommst gerade von einer langen Reise zurück, aber wir können trotzdem gleich mit der Besprechung beginnen. Ja. Nun, dann lass uns beginnen. Okay, Besprechungszeit. Bitte, alle zuhören. Wir müssen über eine neue Strategie entscheiden und das schnell. Wir sollten die Morgwälder gehen und sie niederbrennen. Wir sind nicht genug für einen Kampf, Gustav. Und ich habe schon genug durch diese verdammten Affen sterben sehen. Das hat mir gelangt. Ihr seid alle zu Feiglingen geworden. Ystel? Ich weiß nicht, wie die heißt. Ystel, wir müssen handeln. Bleib ruhig, Gustav. Ich verstehe, dass du dich rächen willst, aber wir müssen darüber nachdenken. Ich glaube, dass wir unsere Gedanken zu einem einzigen Mächtigen verbinden müssen. Ja, ich stimme Septimus zu. Wir müssen unser Unterbewusstsein vereinen und daraus einen einzelnen mächtigen Gedanken formen. Beaumont, ich habe dich, Alandra, und seine Freunde in einen Gotteslästerer verwandelt. Vielleicht. Ich glaube sogar der Gläubigste kennt inzwischen die Wahrheit. Den Grund für alle Albträume und den Grund für die Morgangriffe. Willst du unsere Götter verraten, wie die anderen? Willst du deinen Glauben wegwerfen? Die Götter, die wir kannten, beschützen uns nicht mehr. Die Götter beschützen uns nicht mehr. Es ist nur diese teuflische Peiniger übrig. Zu viele Leute mit zu vielen Stimmen. Ich glaube das auch. Wenn es wirklich Götter gäbe,
Würden Sie solche schrecklichen Dinge nicht zulassen? Ja, richtig. Wenn das die Antwort der Götter auf unsere Gebete und unsere Verehrung ist. Ihr seid Dummköpfe. Was verlangt ihr von den Göttern? Warum gebt ihr euch nicht den Gebeten und Vertrauen in ihren unendlichen Weisheit zufrieden? Mit dem Wissen, dass sie über uns wachen und uns leiten. Warum sollten euch die Götter ständig etwas beweisen? Oder jemand anderem? Ronan, wir haben einen Dämon, der sich als Gott des Lichtes ausgab, angebetet. Und dieser Dämon, Melzas, will uns nun zerstören. Das ist eine unbestreitbare Tatsache. Das ist wahr. Melzas hat uns ausgenutzt und verraten. Als wir unsere Götter verbrannten und aufgehört haben zu beten... Als wir unsere Götter verbrannt und aufgehört haben zu beten, hat Melzas uns die kreative Fähigkeit weggenommen. Was redet ihr da? Stattdessen haben euch die Götter die Macht gegeben, eure Träume zu kontrollieren. Ihr habt alle Unrecht. Ihr versteht nicht, was wirklich passiert. Was? Was redet ihr da? Ich habe es vorhin auch nicht verstanden. Ich habe es bis vorhin auch nicht verstanden. Ihr denkt, Melzas wurde wütend, weil ihr nicht mehr angebetet habt. Deshalb hat er uns Deshalb hat er uns mit dem Verlust der kreativen Fähigkeit bestraft. Aber das stimmt nicht. Als wir zu den Statuen gebetet haben, wurde Melzas stark. Als die Statuen verbrannt wurden, hörten die Gebete auf. Melzas merkt, dass seine Macht schwächer wurde und er wusste warum. Er wusste nicht, was passieren würde, wenn die Gebete wieder anfingen. Was, wenn wir einen anderen Gott anbeten würden? Melzas bekam Angst. Angst, dass wir uns einen neuen Gott suchen. Angst, dass wir ihn vergessen und er dadurch sterben würde. Um sich zu schützen, musste er sicherstellen, dass wir nur ihn anbeten. Meinst du damit, dass wir nie die kreativen Fähigkeiten verloren haben? Das war nur Einbildung? Das ist nicht wahr. Melzas hat uns nie die kreativen Fähigkeiten weggenommen. Das konnte er gar nicht. Stattdessen hat er es uns eingeredet. Melzas ist nicht mehr als ein Geier, der an den Enden unserer ungeschützten Gedanken nagt. Als wir dachten, wir hätten unsere kreativen Fähigkeiten verloren, hat unser Geist darauf reagiert. Wir lernten unsere Träume zu kontrollieren. Das macht Melzas noch mehr Angst. Wir wurden sogar mächtiger als er. Da beschloss er, den Mächtigsten unter uns zu töten. Wenn man bedenkt, dass unser eigener Gott diese Albträume verursacht hat, ist das beängstigend. Wenn wir die Macht in unserem gesamten Unterbewusstsein vereinen, dann können wir Melzas besiegen. Das ist eine Entscheidung, die wir alle treffen müssen. Melzas weiter als Gott anbeten oder ihn mit unserer Macht herausfordern und dabei unsere Seelenheil riskieren. Für diese Entscheidung brauche ich etwas Zeit. Ich denke, wir alle brauchen Zeit. Aber wir haben keine. Morgen Mittag werden wir über unsere Zukunft entscheiden. Ich glaube, wir müssen uns alle ausruhen. Ihr seid eingeladen, hier zu bleiben, selbst wenn eure Häuser noch stehen. Wie sagt man, zu mehreren ist man sicherer. Oh Gott, haben die viel gequatscht gerade. Es tut mir leid, dass ich gerade so schlecht vorgelesen habe, aber es war gerade so viel Text einfach. Bin ich durcheinander gekommen. Los, stopp, schade. Ja. Wer ist denn Fane nochmal? Ich glaube, es ist sie, ne? Bitte bleibt bei uns heute Nacht. Ich würde mich viel sicherer fühlen, wenn ihr bleibt. Danke, aber... Das ist in Ordnung. Na, kommt schon. Ach, das war wirklich sie da oben. Okay. Ich verfluche euch. Ich werde euch bis zum Ende eures jämmerlichen Daseins verfluchen. Der ist eh... Ja, lost. Ihr wisst, dass ich recht habe. Ich kann es an euren Gesichtern sehen. Ironie des Schicksals. Wir müssen gegen den Gott kämpfen, den wir mit unserem Vertrauen gestärkt haben. Der größte Kampf liegt noch vor uns. Das ist der Kampf gegen uns selbst. Ja, okay. Finale?
Ja, Finale. Heute ist der Tag, an dem Inoa sein Schicksal bestimmt. Aber der Hahn lebt noch. Der Hahn lebt noch. Der Rest ist alles abgebrannt. Aber der Hahn lebt noch. Okay, wir gehen mal speichern. Jo. Ihre Memory Card wird überprüft. Das ist aber sehr nett von Ihnen. Jo, einmal speichern. Feuertaufe hieß das letzte Kapitel. Ich weiß jetzt nicht, wie das aktuelle heißt. Wahrscheinlich immer noch Feuertaufe. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal, wie es draußen aussieht. Ob mittlerweile alles abgebrannt ist oder ob zumindest... Huch. Ob noch ein bisschen was steht. Das werden wir gleich sehen. So, also unser Dach ist noch in Ordnung. Hier kommen wir wieder in den Laden rein. Das ist sehr gut, weil ich muss nämlich ein bisschen was einkaufen. Ich habe nämlich nichts mehr. So. Okay. Jo. Also weißt du, normalerweise müsste sie uns die Heilkräuter mittlerweile echt schenken. Weil wir hier echt versuchen, diesen ganzen Dorf irgendwie Hilfe zu leisten. Und dafür müssen wir trotzdem noch bezahlen. Das ist immer so eine Sache, ne? Hallo? Fast alle meine Kunden sind tot, deshalb mache ich einen Räumungsverkauf. Was meinst du mit herzloser Profitgier? Das tut weh, Alandra. Ja, trotzdem. Hallo? Oh, geht das jetzt nicht mehr, oder was? Kann ich nicht mehr kaufen? Oh Mann. So. 4 Gulden. Ich glaube, das ist wirklich günstig geworden. Ich meine, die haben sonst 6 Gulden gekostet oder 5? Ich weiß es nicht. So. Wie viele haben wir? 4? 4. Brauchen wir noch ein paar. 9 können wir insgesamt mitnehmen. So. Jo. Okay. Noch 4 Stück. Ach. Mann, ey. Hallo. Was ist denn das für ein Kack? Ja, stimmt, die Rüstung. Ja, probiere ich gleich. Wieso geht denn das nicht? Verkauf mir doch den Scheiß. Boah. Pixel Hunting. Wir lieben die gern alle. Aber ja, du hast recht. Wenn die Räumungsverkauf macht, dann probieren wir das mal mit der Rüstung. Vielleicht gibt sie die uns ja. So, 2 noch. So, ups. Jo, her damit. Okay, 1 noch. Ja. So, okay, Rüstung, probieren wir mal. Alandra, diese silberne Rüstung gehört schon immer meiner Familie. Aber ich möchte, dass du sie bekommst. Versprich mir nur, dass du sie nicht zu sehr zerkratzt, okay? Ich will sie noch an meine Kinder weitergeben, verstehst du? Die silberne Rüstung erhalten. Okay, wir haben die silberne Rüstung erhalten. Ich hätte die auch gleich ausprobiert. Auch wenn der Tim gerade gesagt hat, probier mal. Ich hätte es auch gleich ausprobiert. Aber offensichtlich haben wir die ja jetzt erhalten. Silberne Rüstung, wunderbar. Ich finde es schade, dass seine Klamotten sich dadurch nicht verändern. Stärkungstrank zum Superpreis von 12 Gulden. Jo, her damit. Okay, haben wir noch irgendwas? Nö, den Rest kriegen wir hier nicht mehr. Dann können wir gehen. Beziehungsweise, ich gehe noch einmal speichern, weil ich ja mich jetzt quasi full equipped habe. Und ja, wir jetzt ja quasi auf die Zielgerade einbiegen, was das Spiel angeht. Finde ich gut. So, Spielstand speichern. Yep. Denn es wird langsam Zeit. Es wird langsam echt Zeit, dass wir mal was anderes spielen. Ich spiele das jetzt ein halbes Jahr schon. Und ja, es wird echt Zeit für ein anderes Spiel. Yep. Ich schätze mal noch ein Stream und dann haben wir es durch. Ich meine, ich mache heute ein bisschen länger. Aber wir gucken mal. Jo. Hallo, Maya. Achte auf Ronan. Ich kann spüren, dass er etwas plant. Ich weiß nur nicht, was. Was glaubst du, wie lange du an Grandia sitzen wirst? Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Nee, ich weiß auch noch nicht, ob wir als nächstes Grandia machen. Müssen wir mal gucken. Weil ich würde auch gerne noch Ni No Kuni spielen. Nicht Ni No Kuni, Quatsch. Ich hab den Namen gerade vergessen. Guten Morgen, Alandra. Denk dran, zur Versammlung zu kommen. Ich habe mich jetzt entschieden. Du wahrscheinlich schon längst. Alandra, wir hatten noch nicht mal die Kraft, die Morg zu bekämpfen. Wie können wir es dann mit Melzers aufnehmen? Gut, weiß ich nicht. Ich glaube nicht an einen Gott, Bauer. Ich glaube an gar nichts. Ja, Okami, genau, danke. Das war das, was ich gesucht habe. Das würde ich auch ganz gerne spielen, aber weiß noch nicht. Weine nicht, Nestus. Du musst jetzt stark sein, so stark wie sie es waren. Vater, Großvater, komm zurück, bitte. Landra, mein Vater und mein Großvater sind wegen mir gestorben, oder? Oh, warum hat man nicht mich in die ewige Dunkelheit geholt? Ach ja. Tja. Gucke hier. Kann man nicht mehr rein. Die Häuser sind abgebrannt. Ich gehe mal zu Beaumont. Ah, denn sein Haus ist auch abgebrannt. Ich hätte nie gedacht, dass Melzer so schlau ist, Bergus zu entführen und ihn für einen Angriff auf das Dorf zu benutzen. Teuflischer Scharfsinn. Ja, oder einfach nur ein Arschloch. Wie man es nimmt. So, hier gehen wir mal rein. Guten Tag. Ich mag gar nicht daran denken, was passiert wäre ohne deine Hilfe. Wenn wir uns dafür entscheiden, Melzer zu bekämpfen, statt ihn anzubeten, wie wird Ronan darauf reagieren? Ich weiß es nicht, wir werden es herausfinden. Alandra, ich werde niemals aufgeben, egal was passiert. Ja, bitte. Das darfst du nicht. Aufgeben ist die letzte Option. Die allerletzte Option. So, hier unten ist niemand mehr. Sie ist auch nicht mehr. Hier ist auch nichts mehr. Dann müssen wir hier. Juri! Ne, Gustav. Ellen, du hättest einen Vater gebraucht, der dich beschützt. Keinen Trunkenbold. Oh Gott, Ellen ist auch hin. Oh Gott, ey, was ist denn hier passiert? Das sind ja... Ey, das... Ich überlege gerade, ab wie vielen Jahren ist das Spiel? Die Dunkelheit sucht nach Macht statt nach Weisheit und die Macht wird sie zerstören. Wo habe ich das Spiel denn? Warte mal. Ich habe es, glaube ich, weggeräumt. Ah ne, hier steht's. Alandra ist tatsächlich ab 6 Jahren freigegeben. Ich glaube, das war keine gute Idee, das ab 6 Jahren freizugeben, oder? Wenn hier so viele sterben? Pff. Ja, gut. Okay. Der Kampf ist erst verloren, wenn du aufgibst. Das ist richtig. Glaubst du echt, dass 6-Jährige bis zu dieser Stelle kommen? Weiß ich nicht. Ja, Alandra ist ab 6. Ist wirklich so. Ich habe gerade nachgeguckt. Es stand drauf. Der Packung. So, ich schätze mal, wir müssen jetzt hier zu Ronan. Ja. Jo, müssen wir. Ich mach grad nichts. Er läuft von alleine. So, Ronan, du alter Penner. Jetzt gibt's auf den Sack. Ich wusste es. Ich hätte dich bei der ersten Gelegenheit töten sollen. Bevor du kamst, haben wir zu den Göttern gebetet. Seit du hier bist, sterben wir nur noch und die Götter haben uns verlassen. Und noch schlimmer, unsere Beziehung zu den Göttern wurde zerstört. Aber es kann wieder gut werden. Die Götter werden uns vergeben, wenn wir deine Seele opfern. Was?